Psychologie und Märchen. Zwei Dinge, die Menschen faszinieren und nun von Professor Dieter Frey in einem 350 Seiten starken Werk zusammengeführt worden. Na, guten Morgen! Das Buch ist frisch auf dem Markt und ich hatte die Möglichkeit, dieses Buch zu rezensieren. Das Buch analysiert 41 Märchen aus einem psychologischen Ansatz heraus. Diese Analyse ist überraschend wertungsfrei und legt eigentlich nur grundlegende Zusammenhänge dar. Dadurch wird im Buch selber auch das antiquierte und geistige rückständige dichotome Denken, was sich in den Märchen selber immer wieder findet, also das Denken in Gut und in Böse, wird nicht unterstützt. Sehr lobenswert. Man beamt sich quasi aus dem Märchen heraus und analysiert anhand der aktuellen psychologischen Erkenntnisse, das muss man dazu sagen, die handelnden Protagonisten. Das Buch ist so aufgebaut, dass zuerst kurz einmal der Inhalt des Märchens vorgestellt wird, wer eventuell die Märchen nicht kennt, dann werden die Charakter beschrieben und dann je nach Vorhandensein werden psychologische Phänomene und eben daraus resultierende Implikationen aufgezeigt. Anschließend erfolgt dann die Behandlung von psychologischen Kernthemen, ausgehend der Thematik, die im Märchen dargestellt ist. Das ist natürlich in jedem Märchen immer etwas anders. So finden sich zum Beispiel bei den Bremer Stadtmusikanten, die wir glaube ich alle kennen, die Themen Leistungsorientierung, dann die Themen Respekt vor dem Alter, Vorurteile und Rassismus, genauso wie Gerechtigkeit und der Wert der Gruppe. Bezüglich Gruppe, da gibt es auch das Thema Gruppenentscheidung. Eine ganz interessante Sache findet sich auch in dem Märchen Der Wolf und die Sieben Geißlein, wo die Sieben Geißlein dann sich beratschlagt haben. Da wird auch das Thema bei den Sieben Geißlein Naivität oder Rollenkonflikte behandelt. Auch ein wunderbares Märchen, eins der 41, für eine psychologische Analyse ist Der Hase und der Igel, ja, wo Leistungsvergleich und das Streben danach eindrucksvoll dargestellt wird. Und damit verbunden mit diesem Leistungsvergleich sind auch immer die Problematiken aus der Psychologie Minderwertigkeit und Selbstwertbedrohung. Auch lassen sich in diesen Märchen wunderbar psychologische bedeutsame Themen wie Frustration, Aggression und Rache wunderbar behandeln. Und ja, so geht das Buch ein und das andere Mal in die Tiefe und wird auch nie langweilig, weil jedes Märchen hat so ein bisschen, ja, hat man so einen andere Möglichkeiten zu analysieren. Und ich habe das 350 Seiten starke Buch an einem Tag begeistert durchgelesen. Die Märchen kennt man fast alle, aber aus dieser Sichtweise der Psychologie eröffnet sich einfach, ja, einfach eine neue Schatzkiste, wirklich eine neue Schatzkiste an Gedanken. Gerade wenn man bedenkt, dass die Märchen oft quasi der erste mediale Einfluss für unsere Kinder sind, erwächst daraus auch ein Riesenpotenzial. Und aus dieser Überlegung nämlich heraus empfinde ich das Anfang als nette Idee eingeschätzte Buch durchaus als gesellschaftlich bedeutend. Und es hat auch bei mir dafür gesorgt, dass ich nach jedem Kapitel nicht einfach weitergelesen habe, sondern mir ja, Fragen gestellt habe. Beziehungsweise nicht nur ich habe mir Fragen gestellt, sondern in dem Buch sind nach jedem Kapitel auch Fragen zur Reflexion dem Leser gestellt, die man sozusagen als Ansatz nutzen kann, um das Märchen nochmal zu durchdenken, um die psychologischen Aspekte in dem Märchen nochmal zu durchdenken, um die Effekte auf die Gesellschaft zu überdenken, also restriktive dann auf die Kinder, denen man das vorliest. Und das ist schon echt eine große Leistung, finde ich. So dass der Leser nicht nur erfährt, sondern selber tatsächlich anfängt nachzudenken. Das ist bei vielen Büchern so, dass man dann einfach nur Wissen aufnimmt und das gar nicht so selbst reflektiert. Und in diesem Buch sind halt eben aufgrund der Fragen nach jedem Kapitel wird auch ja explizit die Möglichkeit gegeben, zu sagen, hey, denkt mal wirklich drüber nach. Denkt mal wirklich über die Märchen nach. Und ich habe selber dazu auch schon in einem Video ausgehend von den Anregungen des Buches auch Märchen schon ja,
analysieren nun die Bedeutung oder den Einfluss auf unsere Gesellschaft und ja, gehen nun viel bewusster mit diesen Märchen um, die wir unseren Kindern vorlesen. Und ja, man kann auch durch diese Anregung des Buches so ein Märchen mit seinen Kindern nun viel besser aufarbeiten und dem Kind auch an unsere Zeit angepasst viel mehr auf den Weg geben als die simple Erkenntnis in den meisten Märchen: das Gute gewinnt immer. Man kann das Kind durch einen bewussten Umgang mit den Märchen viel anschaulicher auch auf diese gesellschaftlichen, gerade im Bereich Psychologie, Probleme wie Mobbing, wie Leistungsdruck, Gruppendenken und Aggression auch vorbereiten. Der Preis liegt mit 23 Euro für das E-Book und mit 30,29 € für die Papiervariante im durchaus akzeptierbaren Rahmen. Den Link gibt es hier unten in der Infobox. Auch erwähnenswert ist, dass das Buch im Rahmen einer Vorlesung entstanden ist, also relativ spontan damals als Idee, und entsprechend viel Input von verschiedensten Personen, also auch Studenten, enthält und somit auch viele Blickwinkel und damit natürlich auch viele Ideen in sich trägt. Es ist ein wirkliches Sammelsurium an Inspiration, eben auch nicht nur zur Informationsaufnahme, sondern auch zur Reflexion. Das Buch ist trotz akademischen Ursprungs einfach zu lesen und kann bedenkenlos jedem empfohlen werden, der sich für Psychologie interessiert. Mit diesem Buch schaffen es ja, die Märchen aus unserer Kinderzeit tatsächlich auch uns im Erwachsenenalter in der heutigen Zeit uns zu neuen Erkenntnissen zu verhelfen und uns ja, abermals stark zu beeinflussen. Für mich ist dieses Buch eine absolut geniale Idee, total interessant, eine absolute Kaufempfehlung und volle 5 Sterne. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.